Wii Play Motion. Wer auch immer eine Nintendo Wii besitzt, kennt in 50% aller Fälle auch immer noch Wii Play. Dies ist keine bewiesene Studie. Aber die meisten von euch sind mit einer Sache nicht bekannt. Es gab auch noch einen Nachfolger. Ob ihr es glaubt oder nicht, Wii Play Motion kam ein halbes Jahrzehnt nach Wii Play 1 raus. Aber haben sie das halbe Jahrzehnt auch benutzt, um es noch besser als Wii Play zu machen? Wir hatten letztens schon mal das originale Wii Play reviewed und es bekam von uns eine 6,9 von 10. Wird Wii Play Motion das bloß toppen können? Außerdem ist meine Copy noch original verpackt. Warte, ich gehe sie mal eben kurz aufmachen. Das Spiel hat mittlerweile einen gewissen Sammlerwert, da muss man echt... Die Disc ist heile geblieben. Also genug gequatscht. Finden wir heraus, ob dieses Spiel besser als Wii Play ist oder schlechter. Let's get it! Hä? Jetzt ist der Ton weg. Und jetzt ist er wieder da. Dieses Spiel ist so verwirrend. Bevor das Spiel noch explodiert, bevor wir es gestartet haben, würde ich sagen, starten wir mal mit Ice Cream Extreme. Balanciere ein Eis in deiner Hand, das von Sekunde zu Sekunde größer wird. Yo, das sieht ja voll cool aus, Alter. Und Fake Diddy ist auch da. Fake Diddy, gib mir meine Haare zurück. Halte die Wii-Framing senkrecht, als wäre sie eine Eistüte in deiner Hand. So, beginnt dein Eis beim Auftürmen zu kippen, neige es in die Entgegner. Huh? Sprachen lernen, Bubble. Wow, oh mein Gott. Ach so, was ist hier los? Hallo, das geht alles viel zu schnell. Vielleicht holen wir auch einfach den Weltrekord. Bis jetzt checke ich nämlich nicht so ganz die Schwierigkeit. Dieses... Ey, was soll das? Was soll das denn? Das sieht aus wie ein Pimmel. Ein riesiger Pimmel, 30 cm Riemen. Es geht noch weiter. Ich dachte, weil da toll stand, haben wir es geschafft. Was ist hier los? Digga, was ist das für ein weirdes Game? Hilfe, und was hat das mit der Wii Play Motion zu tun? 3 Minuten überleben. 3 Minuten, das wäre ein bisschen hart. Wir steigen gleich ins All auf, Freunde. What the fuck? Warum leben wir überhaupt noch? Oh mein Gott, dieses Spiel ist so dramatisch. Vor allem, stellt euch mal vor, wie das in Real Life wäre. Wenn dieser Eisturm hier einschlagen würde, alle würden einfach sterben da unten. Und ich check gar nicht, wie man verkacken kann. Ich drehe einfach die ganze von links nach rechts. Okay, 71. Okay, das ist also passiert. Also ich glaube, da wäre eigentlich ein bisschen mehr Explosion in Real Life, aber ist okay. Du kannst jetzt dieses Spiel im Softeis-Modus spielen. Was ist Softeis? Boah, Digga. Oh, wäre das braun, dann hätte ich aber ein ganz anderes Gefühl bei diesem Spiel. Ah, McDonald's-Simulator. McDonald's-Mitarbeiter-Simulator. Das wirkt nicht wirklich wie so ein Game, wo ich Bock drauf habe zu grinden. Wisst ihr, wie ich meine? Das war's auch schon wieder? Also das Spiel ist wirklich ein bisschen below average. Also das ist ein bisschen underwhelming. Ist okay für das, was es ist, aber ich will's nie wieder spielen. 3 von 10. Vielleicht sind die anderen Spiele auch noch viel geiler. Angefangen mit Auf die Rübe. Triff die Maulwürfe in deinem Garten auf die Rübe, um deine Ernte vor diesen hungrigen Eindringlingen zu beschützen. Alter, dieses Game sieht... Die Ästhetik ist... Mir fehlen die Worte. Ja, damit... Boots! Oh, ich wollte die Menschen schlagen direkt. Sorry. Also vom Visuellen her, dieses Game ist ein leichtes Step Back von Wii Play. Wii Play hatte auch so eine Art von Artstyle mal. Ey, der Hund. Oh, sorry, Bro. Dieses Kuhspiel bei Wii Play hatte so einen ähnlichen Artstyle, aber da... Ey, ich schwöre, es ist Zufall, dass die immer schwarz sind. Ich schwöre es, mein Gott. Seht ihr? Hey, irgendwann... Wann zum Teufel wurde das Linke geklaut? Lucia? Pedobär? Ach, die verstecken sich jetzt. Die tun so, als wären die Menschen. Okay, das ist ganz funny gemacht, tatsächlich. Und warum ist mein Hammer so riesig? Wurden alle unsere Sachen gestohlen? Wann ist das passiert? Für das, was es ist, war schon ganz lustig gemacht für so ein Auf-die-Rübe-Spiel. Es war ganz süß mit den Mies, die rauskommen sind. Und dann, dass diese Wölfe sich dann als wirkliche Mies verkleidet haben. Ich gebe 5 von 10. Für das, was es ist average. Es ist cool. Wobei, ich erhöhe auf 6. Wie diese Mies im Hintergrund rumspringen. Ist aber auch nicht so cool wie bei Wii Play, wo man dann die Mies anfassen kann. Das klang wieder, als es sollte. Flitschein, steigen so oft wie möglich über die Oberfläche eines Sees. Alter! Okay, das sieht wieder geil aus. Also gerade eben hat mir die Ästhetik 0 gefallen, aber das ist wieder eine Ästhetik. Oh mein Gott, ich will da gerade so hart sein. Ich will in diesem Wasser baden. Zeig auf einen Stein, den du werfen möchtest. Die sehen alle fast gleich aus, bis auf die Farbe. Ich glaube, ich nehme den weißen. Also, das hilft nicht bei einem Case. Halt mich für mich parallel zur Wasser. Also, wie einfach ein Stein werfen. Halt deine Fresse, ich will es gar nicht wissen. Diesmal nehme ich den schwarzen, ja, damit mir hier keiner was vorwerfen kann. Ai. Ja! Tschüss! Der war voll gut! Steini, dich will ich niemals werfen. Danke, Didi. Kein Problem. Pass auf, jetzt. Ich stehe sogar auf dafür.
Oh, fuck, sorry. Oh mein Gott, einfach mein Mikro gehauen. Habe ich es zumindest besser gemacht? Na, fuck. Und es war genauso kacke. Was ist diese Leiste da rechts? Ich check das gar nicht. Oh, der war nicht so gut. Oh. Ey, oha, das ist der Beste bisher. Ich bin zufrieden. Mehr will ich nicht erreichen. Ich muss sagen, das Game ist eigentlich schon ganz nice für das, was es ist. Weil das ist wahrscheinlich wirklich nur mit der Wii Play Motion Plus, was auch immer möglich. Das ist das erste Spiel, wo ich bedenke, okay, das möchte ich nochmal spielen. Ich gebe dem Spiel eine 7. Mii-Posenspiel Plus. Oh, das ist ein Comeback von dem Mii-Posenspiel von Wii Play damals. Wild. Dreh ein Mii in alle Richtungen, damit es durch eine Abfolge lustiger Tore schlüpfen kann. Lustiger Tore. Was ist an denen witzig? Die machen aber Stand-Up-Comedy. Oh, okay, das ist cool, weil es in 3D ist. Wow. Wie ändere... Was? Was passiert hier? Ich bin komplett verwirrt. Wie ändere ich mein Aussehen? Oh, fuck. Wie ändere ich mein Aussehen, Leute? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Wie ändere ich mein Aussehen? Ich bin verwirrt. Ich hätte mir doch durchlesen sollen. Muss ich schütteln? Was muss ich machen? Wie ändere ich mein Aussehen? Oh, okay. Jetzt geht's richtig los. Okay, ich guck mal, ob es wirklich automatisch einfach macht. Nein, es ist ganz sicher. Ah, es ist alles eine Frage der Perspektive. Okay, Level 2. Also das Game, jetzt wo ich es verstanden habe, ist eigentlich voll cool, oder? Guck mal, er shakt es! Er shakt Booty. No, fuck, sorry. Mir war gerade wichtiger, den Booty zu shaken. Das finde ich aktuell geiler als die Wii Play Option. Weil man auch, guck mal, wenn man in der richtigen Ausrichtung ist. Oh mein Gott, war das knapp. Dann tut das Spiel einen auch direkt dahin porten. Das ist viel geiler. Das macht voll Spaß, Alter. Guck mal, mittlerweile wirklich Speedrun. Oh, fuck, doch nicht. Oh, fuck. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach einer Zeit logischerweise etwas repetitiv wird. Aber dadurch, dass man halt immer so ein bisschen auch zum Nachdenken gezwungen wird, das ist geil. 9 von 10. Ja, ich sag's ehrlich, 9 von 10 ist fair. Das war geil. Schießen dir den Weg frei vorbei an Ufos, Ninjas und Dinosauriern, indem du dich beim Zielen in alle Richtungen bewegst und drehst. Dinosaurier? Alter, yo, diese Animation. Habt ihr gerade sein Ass gesehen? Digga, sein Ass ist ja übel hot. Nicht so wie seine Frisur. Wow, okay, das ist geil. Das ist geil. Das ist einfach die 3D-Version von dem Wii Play Game. Aber warum hat man 3 Leben? Können wir geschlagen werden? Vielleicht Dinosaurier. Wow, ey. Bye, have a great time. Ey. Hä, warum bin ich so übertrieben kacke? Ich treff gar nichts mehr. Oh, sollen wir die töten? Stirb, Diddy. Oh, sorry, Bro. Stirb, Pedobär. Warte, Pedobär, lass mich entführen. Hau rein, Pedobär, ne? Oh mein Gott. Victor. Oh nein, die Panik. Die Panik ist groß. Wow, Alter. So eine Riesenkiste. Oh Gott, es fällt auf uns. Ah! Okay, das war aber geil. Oh, shit. Alter, sieht das cool aus. Jurassic Park, Junge. Alter, wir bewegen uns sogar. Yo, die Dinos. Alter, die sehen sogar aus wie echte Dinos. Das sind keine Roboter-Dinos. Yo, der fitte Pelleraptor. Ich glaube, der heißt so. Yo, die Schwester von Alessia schon wieder. Stirb, Schwester von Alessia. Oh, sorry, my bad. Sorry, fein mit. Oh, sie ist gestorben. Das ist geil gemacht. Ist das übel. Oh, nein! Nein! Ah! Und da war Sam und Sam! Ah! Meine größte Angst einfach. Holy shit. Oh, shit, Mann. Das sieht aus nach einem Endboss. Oh, shit. Lauf, Fake Diddy. Lauf, ApoRed. Lauf, ApoRed. Oh, shit. Wow, shit, Ausfall. Oh, lauf, Diddy. Oh, mein Gott. Die Spannung ist am Seelpunkt. Vielleicht ist er auch One-Hit und kann es mit einem Treffer töten. Schuh, bam, bam, bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Also das war wirklich übertrieben geil. Easily kriegt dieses Spiel eine 10 von 10. Easily, das war mega geil, wirklich. Flummiland? What the fuck is that? Hüpfe schnell durch einen Trampolinpark, indem du den Controller in die Richtung neigst, in die du springen möchtest. Ach, wir sind selber der Flummi. Ich dachte, wir müssen Flummi sammeln. Putz! Hä, wir sind gar keine Flummis. Fake Advertising. Das hier ist ein Trampolinspiel oder so, aber nicht das Flummi-Spiel. Und der Sinn der Sache ist einfach nur, alle Dinge einzusammeln oder was? Yo, was ist jetzt passiert? Hä? Auf einmal sieht ja alles so krank aus. Wow! Okay, ein paar neue Gimmicks. Yo, guck mal, man kann sogar fliegen auf einmal, hä? Das ist wie diese Wing Cap aus Mario 64. Hilfe! Lass mich rauf! Oh mein Gott, nein! Ey, das ist das... Hallo! Danke! Nein! Bruder! Nein! Bro, danke! Bro! Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about
about the blue, blue sky. Danke! Danke! Oh mein Gott, Junge. Ich finde, für das, was es ist, ist es schon ganz nice. Also, von der Steuerung her und vom Ding her ist es eine nice Idee. Ich gebe eine 8 von 10. Flippige Wippe. Oh, das sieht übel scheiße aus. Schieß einen Ball, um Zielscheiben zu zerbrechen. Dabei hältst du den Controller, als würdest du die Ende einer Wippe greifen. Oh mein Bro. Bro! 30 Level! Jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Ah, okay, okay. Prinzip verstanden. 12 seconds later. Ja, gut. Real jetzt? Das ist alles? Zu spielen ist so krass. Es ist so 3 Sekunden ein Level, Digga. Es erinnert mich auch an so alte Spiele-Affe-Games. Und warum treffe ich gerade nicht? Hallo, dankeschön. Ist ganz nett. Es ist ein bisschen below average. Würde es ein bisschen cooler aussehen als gar nichts, dann wird es auch eine 5 bekommen, aber so kriegt es eine 4 von 10. Fange Geister, indem du sie mit dem Controller greifst und sie anschließend in den Geistomat ziehst. Oh, oh, guck, das sieht geil aus. Gleich fliegen Geister aus deinem Fernseher. Oh nein, in real life. Fange sie, während sie um dich herumschweben. Ach so, lol, man muss, hört mal. Komm mit. Er ist einfach da in meinem Zimmer. Okay, das ist funny. Warte mal. Oh mein Gott, kann es sein? Ich sehe einen. Da hinten. Links. Hört ihr das? Nee, ne? Kleiner Go, Mann. Wo, Bruder? Apo Red, wo? Rechts. Huhu! Komm her, ich muss ihn herziehen. Ah, jetzt habe ich das Prinzip erst verstanden. Ach so, ich muss loslassen. Über mir. Wo über mir? Hab ihn. Ah! Hä? Okay, das ist geil. Vom Gameplay her ist es geil, vom Design ist es her. Es fühlt sich an, als wären diese Dinger echt im Zimmer. Ey, komm wieder her, du Hund. Der wollte nicht kommen, der Bastard. Sowas gab's noch nie, also... Wo ist der denn? Über mir, ich gucke über mich, Apo-Red. Das ist nicht über mir. Ich hab ihn, okay. Yes! Yes! Okay, das war geil. Ich finde das Spiel sogar noch geiler als das Schussspiel da. Ich würde dem ehrlich gerne eine 11 geben, aber das kann man halt nicht bringen eigentlich. Aber weil das ein Didi-Video ist, geht es doch. 11 von 10. Ich gebe dem echt eine 11 von 10. Neige ein Schirm, um mit dem Wind über eine Rennbahn voller Juwelen zu düsen. Oh mein Gott! Digga, was ist das für ein Speed? Das war Anime-Type-Speed, Digga. Holy shit. Oh, wir sind gar nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Wow, aber schon schnell. Alter, das ist cool. Wir können jumpen. Oh mein Gott. Gott, Digga. Das ist geil gemacht. Je nachdem, wohin wir diesen Regenschirm halten, können wir entweder fliegen oder nach vorne gehen. Guck mal, jetzt fliegen wir und jetzt fallen wir nach vorne. Jetzt fliegen wir. Das ist voll geil gemacht. Oh, Absprung, Absprung. Weltrekord. Wow, wir haben... Wow. Jeder einzelne Dings da mitgenommen. Also, wir werden vielleicht nicht ultra gute Punktzahl jetzt bekommen, aber das war übertrieben geil zu spielen. Auch nur, wie gesagt, mit der Wii Family möglich. Voll geil, Alter. Kriegen wir Bronze? Easy. Also das Design ist geil. Die Steuerung funktioniert sehr gut. Man hat auch Bock, es weiter zu spielen und ein paar höhere Rekorde zu holen. Ich denke, dieses Spiel ist eine sehr solide 8 von 10. Nein! 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 Bruder, warum Unterwassermonster-Type-Shit, Bro? Lasse einen Taucher zum Meeresgrund hinab, indem du den Controller drehst und ziehe dann Schätze an Land. Nein! Nein! Das ist nicht real. Es sieht so hart so aus, als würde da gleich so ein riesiges Unterwassermonster einfach von hinten kommen. Und das Schlimme ist, guck mal, wie wenig man sieht. Nein, ich will die große. Oh, wir können beide mitnehmen, okay. Kennt ihr diese eine Szene aus Findet Nemo, wo dieser scheiß Hai von hinten kommt? Das ist meine Angst. So, aber egal, wir haben die Schätze geborgen. Okay, wir machen es einfach schnell. Scheiß drauf! Scheiß drauf! Weg! Bruder! Oh. Oh mein Gott, Digga, ich hab so... Ich hasse es. Ich hasse es. Je tiefer wir gehen, desto mehr kacke ich mir in die Hose. Oh mein Gott! Ey, Bro, lass mal Freunde sein, oder? Nope. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Boah, was ist das hier? Jetzt lass mich fliegen! Fahr weg! Schiff! Ich schiff mir in die Hose! Jetzt real? Ich habe mir zwar in die Hose geschissen, aber vom Gameplay-Aspekt her ist es ganz cool. Und man hat auch Bock, das zu 100% zu holen. Also ich jetzt nicht, aber vom Spielprinzip her ist es ganz cool. Deswegen 8 von 10.
Führe Balance durch ein Hindernisparcours am Himmel, indem du sie mit dem Controller nach oben fächelst. Das ist wirklich so ein Game, das könnte extrem cool sein oder mega scheiße langweilig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, es wirkt mega langweilig bis jetzt. Alter, was ist das für ein Vogel, Bruder? Was ist dein Problem? Ey, du Scheißvogel, geh mal weg von mir. Bruder, was habe ich dir getan? Geh mal, keine Ahnung, Menschen ausspionieren oder so. Oh, der tut ja gar nichts. Oh, sorry, Bro. Ey, der Hurensohn. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Oh, fuck, wir fallen. Ja, ist ganz okay. Junge, dieser Kackvogel fuckt mich so ab, Digga. Kannst du nicht einfach mal gehen, Junge? Also, es ist auf jeden Fall ein gutes Arm-Workout. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ansonsten, das war's auch. Ich würde eigentlich eine 3 von 10 geben wollen. Aber wir versuchen das hier mal ein bisschen objektiv zu bewerten. Also, 3 von 10. Transportiere Bauteile zur Raumstation, indem du dein Schiff mit dem Controller steuerst und die Düsen zündest. Wow, das sieht echt verdammt cool aus. 5 Minuten. Als ob wir 5 Minuten dafür brauchen. 2000 Jahre später. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh, okay. Prinzip verstanden. Wie fliegt man nochmal nach unten? Mit A, ne? Warnung? Wieso Warnung? Weil wir zu schnell sind? Sind wir zu schnell? Einfach gestorben. Oh, okay, wir waren ein bisschen zu schnell, sorry. Ich muss es nur anders steuern, und zwar so. Ey, das ist übel schwierig. Wie bitte? Was hast du gesagt, Mi? Okay, wir haben es geschafft, nice. Das Mi so. Außerdem einfach nicht so viel Gas geben, wisst ihr, wie ich meine? Auch so ein bisschen runter vom Gas mal gehen. Viel mehr runter vom Gas gehen. Oh, ich sinke. Warum sinke ich so krass? Oh, shit. Was tue ich hier? Ich mache irgendwas falsch. Jetzt haben wir es. Mann! Fuck, doch nicht. Nein, ich fuck mich. Ah! Sollen wir 5 Minuten dafür brauchen? Ist das finicky? War jetzt nicht so graziös. Ja, okay, es wird ein bisschen repetitiv. Das Spiel ist ganz nett. Es ist cool gemacht mit der Wii Feminine. Ich finde es selber nicht so unbedingt mega geil. Aber es hat ein cooles Art-Design, also 6 von 10 ist fair. Und jetzt, meine lieben Freunde, wird es Zeit, die Punkte zusammenzurechnen. Insgesamt haben alle Spiele 83 Punkte erhalten. Das dividieren wir jetzt durch 12, wegen den 12 Spielen. Und die Gesamtwertung des Spiels ist... auch 6,9. Es hat genau dieselbe Punktzahl wie Wii Play bekommen. Oh mein Gott, wie funny. Es hat nicht so viel Charme wie das originale Wii Play. Ich persönlich finde Wii Play immer noch besser. Aber dennoch, very solid.